Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich habe heute Everwind dabei, mein windfarbenes Connemara. Ich habe gestern schon gesehen, dass einige gefragt haben in den Update-News, woher ich das habe. Das gibt es in Dandal zu kaufen. Und wir machen jetzt heute neuen Quests bei Idris. Das Zirkuszelt ist ja jetzt abgebaut bei mir. Ich hatte das ja schon. Und ich habe schon mitbekommen, dass man dort jetzt durch diese Quest eben deutlich schneller und deutlich früher den Transporter bekommt. Das heißt, wenn ihr bislang den Transporter im Nilmers Hochland noch nicht hattet, dann bekommt ihr den eben jetzt durch diese neue Quest wohl dazu. Der ist nämlich auch verschwunden bei mir. Aber wie gesagt, ich habe das dann eben schon gesagt bekommen, okay, man bekommt jetzt den Transporter eben durch diese Quest. Das heißt, dass den dann jetzt auch nicht Star Rider schon bekommen. Vorher musste man ja doch eine ganze Menge mehr machen, um den Transporter freizuschalten. Ich weiß gar nicht mehr, was man alles machen musste. Ich bin danach oft nochmal gefragt worden, konnte es aber gar nicht mehr beantworten, weil es einfach bei mir schon relativ lange her ist. Ich weiß aber, dass es relativ spät erst im Spiel war. Und warum reite ich eigentlich hier rauf, wenn ich zu Mei bzw. jetzt Maya muss? Ich muss ja da unten die Quest annehmen, in Moorland. Mal wieder ein Anflug geistiger Umnachtung. Kommt schon mal häufiger vor bei mir. Heute ist sowieso wieder so ein bisschen so ein Chaos-Tag. Ich nehme jetzt erst um 6 Uhr abends auf und wollte eigentlich schon um, ja, 2:30 aufnehmen. Hat alles nicht funktioniert. Weil mir wieder das ein oder andere doch recht krasse Erlebnis dazwischen gefunkt hat. So. Jetzt aber. Hier müssen wir hin. So, diese guten Dame hier, die damals bei mir noch Mei hieß, aber mittlerweile Maya. Hi. Du hast nicht zufällig ein Pferd verloren? Ein großes, scheckiges Mädchen? Was? Ach so, Mädchen meint sie eine Stute. Es handelt sich, glaube ich, um ein Zugpferd. Tut mir leid, dass ich es nicht genauer beschreiben kann, aber derartige Pferde sieht man hier nicht allzu oft. Besonders nicht solche, die so ein Temperament haben. Sie ist so... Weißt du was? Warum siehst du sie dir nicht am besten selbst an? Vielleicht findest du ja heraus, wem sie gehört. Ich möchte das lieber regeln, bevor der Chef davon Wind bekommt. Wir haben hier im Reitlager viele Neuankömmlinge, die sich nicht so gut mit Pferden auskennen wie du. Schließlich wollen wir nicht haftbar gemacht werden. Du findest sie in der Nähe der Docks am Strand, in westlicher Richtung von hier. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir da mal nach. Die Docks am Strand. Ach, da rechts schon. Ha, da ist ja der grüne Punkt schon. Das heißt, noch wieder eine Quest mehr, auch für Nicht-Star Rider. Das heißt, Nicht-Star Rider können jetzt künftig ein klein wenig mehr machen. Was ich auch eigentlich ein krasses Zugeständnis finde. Ich finde, man kann schon ziemlich viel machen in Star Stable als Nicht-Star Rider. Mit einer Gratis-Version im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Oh. Ein NSK. Mit lilanen Augen. Ich finde es halt interessant. Windfarbene sind ja eigentlich eher so bräunlich. Und dann mit heller Mähne. Aber sie ist ja richtig schwarz mit heller Mähne, ne? Das muss das Pferd sein, von dem Maya erzählt hat. Am Zaumzeug ist eine Notiz befestigt. Eigentum des wunderbaren Idris. Falls gefunden, bitte zum Nilmers Hochland zurückbringen. Zusammen mit jeder Art von Fracht und Gepäck. Es winkt eine fürstliche Belohnung. PS, falls sie sich stur anstellt, helfen Kekse weiter. PPS, aber nicht zu viele. Egal wie sehr sie auch bettelt. Alles klar. Ach, wie süß, wie sie das am Poppes mitträgt. Ach Gott, ist das knuffig. Oh, wie süß ist das denn bitte? Die ist ja goldig. Die ist ja richtig süß. Oh, jetzt legt sie den Zahn zu. So, wir müssen immer so grob in der Nähe bleiben, damit sie sich weiter bewegt. Die ist ja echt süß. Ganz, ganz goldig. Aber ich denke nicht, dass sie als reitbares Pferd reinkommt, denn bislang sind Pferde aus Quests selten ins Spiel gekommen. Eigentlich, also, Dellinger haben wir drin, den Haflinger.
Wir haben aber auch den Lusitano nicht drin. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie noch reinkommt. Ich meine, sein kann es natürlich, aber ich glaube es nicht. Huch. Wir waren schon wieder zu weit weg. Ja, die Connemaras sind so schön. Ich reite sie so gerne. Es hat jetzt auch jemand geschrieben, dass sie jetzt wohl im Schritt nicht mehr so über den Boden rutschen. Können wir ja gleich vielleicht auch mal noch sehen. Boah, jetzt ist ja hier angetrunken, die Stute. Halt, sag nicht, wer du bist. Der wunderbare Idris weiß alles, ja, weil du mich schon kennst. Zwar vor deiner Schönheits-OP, aber... Ja, sie rutschen nicht mehr über den Boden. Ich bin Idris, der wunderbare Idris, der Einzigartige, der Atemberaubende. Nenn mich, wie du willst, solange es nicht gewöhnlich ist. Und du musst Xantippe sein. Josephine, Surya, Dina. Ich muss wohl doch psychische Kräfte besitzen. Ja. Ein großartiger Narr hat einmal gesagt, die edelste Kunst ist es, andere glücklich zu machen. Genau aus diesem Grund bin ich hier auf Jorvik. Ich will Menschen glücklich machen. Und wer weiß, vielleicht verbreitet sich die Freude, die ich hier verspüre, ja eines Tages auf der ganzen Welt aus. Wäre das nicht großartig? Wie ich plane, meinen Gospel der Freude zu verbreiten? Jetzt unterschiedliche Augenfarben. Ich glaube, hat er aber vorher schon gehabt, ne? Indem ich die Fußstapfen des zuvor zitierten Narr trete. In die Fußstapfen, mit meinem Zirkus. Was für ein toller Zirkus es werden wird. Magie, Wunder, Spaß... All deine Träume werden wahr. Und da wir hier auf Jorvik sind, spielen die Pferde natürlich eine besondere Rolle. Oh, er düst. Everwind. Aber ich schaffe das nicht allein. Darum habe ich die liebe See auf eine sehr wichtige Mission geschickt. Hast du gefunden, worum ich dich gebeten habe, meine vierbeinige Gefährtin? Oh, sie stupst ihn an. Dina, würdest du so lieb sein, die Kiste zu öffnen und den Inhalt dort auf das Podest zu legen? Ich werde dir einen weiteren tollen Trick von mir zeigen. Ja gut, also Kiste öffnen. Warum muss ich die Kiste mit einer Clownsmaske öffnen? Voila, eine einfache Holzmaske. Masken verfügen über eine der stärksten Quellen der Magie. Sie erlauben es dir, eine andere Person zu werden. Das wahre Selbst der Person, die sie trägt, wird unsichtbar. Vielleicht ist diese Maske also doch nicht so einfach. Sie macht auf jeden Fall, dass der Ton weg ist. Und da ist sein Narr. Xin, was bist du für ein Narr? Kein Wunder, dass du mein liebster Begleiter bist. Aber natürlich, See, du bist auch mein Liebling. Wir sind alle eine große, glückliche Familie voller Sonderlinge. Kein Grund zur Eifersucht. Xin, begrüße meine neue Freundin Dina, die das Schicksal in unsere Mitte gebracht hat. Hab keine Scheu. Wo ist er jetzt? Daneben steht er. Aber wir müssen mit Idris reden. Merci, meine Gute. Da wir jetzt alle einander vorgestellt wurden, sollten wir zur Sache kommen. Okay, es gibt auf jeden Fall wieder Erfahrungspunkte. Wir vier werden zusammen einen Zirkus aufbauen. Eigentlich sind wir ja zu fünft. Everwind gehört jetzt auch zu unserer Familie. Oh. Als erstes steht das Zirkuszelt an. Dina, zieh doch bitte das Zelt aus der Kiste dort drüben. Es ist nicht da? Moment mal, ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo ist. Hoppla, eines davon muss das Richtige sein. Geh darauf zu, Dina, finde unser Zelt. Oh. Es wird wahrscheinlich in der größeren sein, ne? Wir gucken uns auf jeden Fall erstmal die größeren Kisten an. Ah! Da war es drin. Wo sind die anderen Kisten? Schall und Rauch, mein kleiner Floh. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben unser Zelt. Unser Zirkuszelt sieht etwas winzig aus. Das ist nicht akzeptabel. Meine Freunde werden vorbeischauen. Viele Freunde. Freunde, denen wir einen angemessenen Veranstaltungsort bieten müssen.
Damit sich dieser bescheidene Stoffball in unser Zirkuszelt verwandelt, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Wir brauchen Genehmigungen, Erdnägel und Pfosten. Sie, kannst du bitte Everwind dabei helfen, die Stützen für unser Zelt zu schleppen? Xin, du kannst die Takelage vorbereiten. Dina, ganz offenbar hast du großes Geschick beim Öffnen der Kisten bewiesen. Ich möchte also, dass du dich darauf konzentrierst. Meinen Berechnungen zufolge wird der Zirkus in nicht weniger als 6 Tagen aufgebaut sein, wenn wir alle zusammenarbeiten. Machen wir uns an die Arbeit. Jetzt. Muss ich dann alles selbst tun? In Ordnung. Aber das werde ich mir merken, ihr Faulenzer. Dina, du solltest vielleicht einen Schritt zurücktreten. Und wieder ist der Ton weg. Oh mein Gott. Magie. Magnifique, ein perfekter Ort für Wunder und Vergnügen. Und hier gibt es auch genug Platz für all meine Freunde, die uns bald besuchen werden. Du bist bestimmt schon ganz gespannt und willst wissen, welche geheimnisvollen Wunder unser Zirkuszelt bereithält. Bald, meine Liebe, bald. Zuerst müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten. Xin, könntest du... Xin, wo ist mein kleiner Narr denn jetzt wieder Wohin ist mein kleiner Narr denn jetzt wieder gelaufen? Oh! Bleib ruhig, Xin. Dina wird dich herunterlassen. Oha! Komm, wir fangen ihn! Wir holen ihn runter. Oh, ich kann gar nicht springen hier. Weil ich konnte gerade zumindest nicht springen. So, Xin ist unten. Was ist los, mein Täubchen? Hat mein maskenloser Narr dich erschreckt? Das ist nur eine Illusion des Lichts. Ich würde dir ja gerne mehr erzählen, aber ein Magier verrät nie seine Tricks. Wie kann es sein, dass mein Pferd ein größerer Pausenclown ist als mein echter Clown? In jeder Familie gibt es wohl Sonderlinge. Irgendjemand muss Se die Maske von Xin abknöpfen. Und da ihr beide vorhin ja so gut miteinander ausgekommen seid, fällt die Wahl dann wohl auf dich. Super, sie haut jetzt ab und hat die Maske auf dem Kopf, oder was? Oh Mann. Bleib stehen! Oh Gott, jetzt drehen die Hunde noch am Rad. Heute ist echt irgendwie ein saublöder Tag. Ich weiß auch nicht, irgendwie... Er fing gut an und hörte stark und ließ stark nach. Seele ist widerwillig die Maske fallen. Oh, ich hätte sie jetzt gerne mit der Maske gesehen. Ich sollte das wahrscheinlich Idris zurückgeben. Ja, dann machen wir das mal. Mal gucken, als es mit dem Zirkuszelt ging, meine ich deutlich schneller als früher. Früher mussten wir da doch irgendwie drum rumreiten und erst noch die Pfosten in den Boden hauen und was nicht alles. Wir sollten dafür sorgen, dass mein Narr sofort wieder in sein Kostüm schlüpft. Ein Clown ohne Masken, ohne Make-up ist wahrlich ein schauriger Anblick. Boah, wie gemein. Also, hat sich jetzt jeder für sein Aussehen entschieden? Everwind macht ein langes Gesicht, aber da kann man wohl nichts machen. Sorgen wir wieder für Zauber. Oh. Unserem Zirkuszelt fehlt noch etwas. Natürlich, das Sahnehäubchen auf dem Eisbecher unserer Träume. Ein beleuchtetes Schild, das meine Gäste zur Vorstellung willkommen heißt. Wo versteckt sich denn jetzt schon wieder das Schild? Lass mich raten, in einer der Kisten. Die ich noch nicht gefunden habe. Nein, da hinterm Wagen ist es. Ha! Everwind, du hast einen Zirkus auf dem Arsch. So. Perfekt, unser Zirkus wird den Nachthimmel erleuchten und die Gäste werden von ihm angezogen wie die Motten vom Licht. Ein wahres Feuerwerk der Freuden. Unsere Vorstellung hier wird in die Geschichte eingehen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen und dafür habe ich dir zu danken. Lasst ihr ja von niemandem einreden, dass du nur ein weiteres dummes Mädchen bist, das verrückt nach Pferden ist. Bleib an meiner Seite, meine Liebe, und zusammen werden wir alle in Erstaunen versetzen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass unser Zirkus ein wahres Fest sein wird, wenn auch vielleicht etwas ungewöhnlich. Was wäre ich nur für ein Gastgeber, wenn ich das Leben unserer Gäste nicht so einfach wie möglich machen würde? Unsere Zeit auf diesem Planeten ist so begrenzt, alle sollten sich ganz leicht königlich amüsieren können.
das ist es, ein Kürbis. Dina, du musst uns einen Kürbis beschaffen. Aber wo kannst du nur einen finden? Was ist das? Falls mich meine Nase nicht täuscht, weht der Duft von Muskatnuss und Piment von Morlanstall zu uns hinüber. Backt dort vielleicht jemand einen Kürbiskuchen? Das Schicksal ist uns hold, mein kleiner Floh. Folge dem Duft und finde unsere geheimnisvolle Kuchenbäckerin. Vielleicht bekommst du ja dort einen Kürbis. Dann schauen wir doch mal, ob wir dann... Das ist ja cool. Okay, das ist nice gemacht. Das ist wirklich nice gemacht. Das muss man definitiv sagen. So hier mit diesem... mit der Duftwolke. Das ist echt nicht schlecht. So, wo ist sie jetzt? Uah. In der Mine? Wer backt denn in der Mine? Oder ist es der Schmied? Ne, es ist der Schmied. Ha. Der Schmied ist am Backen. Echt, Konrad? Nein, es ist Frau Holdsworth. Und hier ist wieder mal eine unsichtbare Wand. Star Stable hatte sich letztes Mal damit noch gebrüstet, dass sie gesagt haben, hey, das haben wir im April alles behoben. Nein, anscheinend doch nicht. Oder die ist jetzt wieder neu dazu gekommen. Ich dachte von vornherein, okay, das kann eigentlich nur Frau Holdsworth sein, die den Kuchen backt. Ganz genau, ich backe einen Kürbiskuchen. Warum fragst du? Weil wir Kürbisse brauchen. Brauchst du einen Kürbis? Nachdem ich meinen Kuchen gebacken habe, hatte ich noch genau einen Kürbis über. Ich glaube nicht an Zufälle. Das Schicksal will es, dass du diesen Kürbis bekommst, Liebes. Dafür braucht es keine Erklärung. Und wir haben jetzt den Kürbis bekommen. Das ist sehr fein. Meine Nase kribbelt. Dann können wir den nämlich jetzt direkt zurückbringen. Ich bin ja mal gespannt für den Transport. Da müssen wir mit Sicherheit auch noch irgendwas machen. Da bin ich mir sicher. Noch ein Connemara, mein Stargazer, aka Schöffi. So, ja, ich überlege jetzt. Jetzt nehme ich schon 18,5 Minuten auf. Ob ich jetzt noch einen Cut mache? Ich weiß halt nicht, wie lange das geht. Vielleicht nehme ich einfach am Stück auf und gucke dann, ob ich die Folge vielleicht zwei teile. Je nachdem, wie lang das dann alles wird. Es ist wahrscheinlich dann sogar für mich leichter zum Schneiden, weil da muss ich nämlich nur einmal den Ton an die Stimme anpassen, ans Bild anpassen und dann brauche ich das nicht nochmal machen. So. Hast du die Kuchenbäckerin gefunden? Natürlich hast du das. Und du hast unseren Kürbis bekommen. Ich bin ein sehr glücklicher Zeitgenosse. Fortuna lächelt immer auf meine Freunde. Wie lauteten noch einmal die Zauberworte, um einen Kürbis zu verwandeln? Simsalabim, Hokuspokus. Wir bleiben einfach beim klassischen Abracadabra. Und der Ton ist verschwunden. Nein, der Kürbis wird zur Kutsche. Oh. Okay, das hätte ich mir denken können. Unser Zirkus der Träume entwickelt sich ziemlich gut, findest du nicht auch? Ja, ja. Bald gibt es noch mehr Spaß und Spiele, aber jetzt lade ich erst zum unbeschränkten Eintritt ins Zirkuszelt ein. Reite, übe, bereite dich auf das Hauptevent vor, mein Augenstern. Denn wenn meine Freunde eintreffen, will ich dich in der Manege sehen, wo du auch hingehörst. Mein treuer Xin hat es sich in den Kopf gesetzt, dass er gerne ein Rennen veranstalten möchte. Er hat ein Buch über Rodeo-Clowns gelesen und einen Parcours im Western-Stil ausgewählt. Meine Güte. Eine Schmetterlingsstangenanordnung, die im Gymkhana verwendet wird. Schmetterling, was für eine passende Metapher für meinen Zirkus, in dem sich ja auch Träume in Realität verwandeln. Würdest du gerne dein Glück in Xins Rennen versuchen? Na klar! Denn Everwind, wie ihr seht, hat noch nicht ein einziges Rennen gemacht. Das hat er sich verdient. Ich weiß noch nicht, wie man das reitet.
Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge man bei einer Schmetterlingsformation reitet, weil irgendwie, finde ich, war das jetzt nun nicht unbedingt eine Schmetterlingsanordnung hier. Ich bin schon wieder falsch geritten. So. Kein gutes Rennen, aber egal. Wird das jetzt ein dauerhaftes Rennen? Aber der Zirkus sieht innen drin kaum anders aus, oder? Magnifique. Wahrlich ein Ballett auf vier Beinen. Ja, aber hallo. Wenn du die Zügel hältst, bewegt sich Everwind so elegant wie ein Schmetterling. Hoffentlich kommst du wieder zurück und nimmst wieder am Rennen teil. Ha, Tatsache. Es ist ein neues Rennen geworden. Wo können wir das jetzt annehmen? Im Zirkus? Oder brauchen wir auch kein Ticket mehr? Wir brauchen anscheinend auch dieses magische Ticket nicht mehr, um in den Zirkus zu kommen. Ich weiß es nicht. Wo nehmen wir das denn an? Wir können gerade weder Idris noch den Narren ansprechen. Keine Ahnung, wie wir das jetzt dann nochmal machen können. Da bin ich jetzt überfragt. Aber das werden wir mit Sicherheit bis zum nächsten Mal rausfinden. Gut, dann werde ich aber jetzt, wenn ich mal so gucke, die Folge wohl doch nicht in zwei Teile aufteilen, weil das wären dann doch zu kurze Folgen, finde ich. Ich würde mich dann für heute... in der Kamera. Ich würde mich dann für heute erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Das Zirkuszelt, ja, die Fahnen wehen jetzt. Ich glaube, das haben sie vorher nicht getan. Wenn sich im Zirkus was verändert hat, dann nicht so sonderlich viel. Die Farbe, ja, mir hat er vorher besser gefallen. Mir ist mittlerweile fast ein bisschen zu viel Pink und Lila in Star Stable. Ja, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool, dass die Nicht-Star Rider auch nochmal was hatten. Ich finde es ganz cool, dass man da nochmal ein bisschen was draus gemacht hat. Ich finde, es klingt auch für mich so, als ob es durchaus dazu noch eine Folgequest geben könnte. Was meint ihr denn dazu? Also ich finde, es klingt schon danach, als ob dann noch irgendwas dazu kommt, eventuell vielleicht. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich dann jetzt aber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!